Hey ihr Süßen, ich bin's wieder. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt's von mir ein XXL Try-On Fashion Haul zum Thema Shein. Ja, ich weiß, ich bin verrückt. Also eigentlich wollte ich nur ein Kleid für die Hochzeit von meinem Cousin bestellen, ja? Und das auch nicht bei Shein, sondern woanders. Dann war ich aber auf Facebook. Ich wollte mal gucken, was meine Onkel und meine Tanten alle so machen, weil Facebook ist so eine App eigentlich, was deine Onkel und deine Tanten nutzen. Aber ich war kurz da drauf und da kam eine Werbung von Shein und ich dachte mir so, oh schön, ach auch schön. Oh, war ich drauf und dann habe ich ganz, ganz viel bestellt. Und nicht nur Klamotten, sondern auch ganz viele Accessoires und ein paar Beauty-Tools, die ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Aber beginnen wir jetzt einfach mal mit dem Fashion Haul. Ich zeige euch natürlich auch alles angezogen und ich werde euch auch vorbildlich alles unten in der Infobox verlinken. So, dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich auch schon an mit dem ersten Übeltäter. Warum ist dieses Kleid ein Übeltäter? Ganz einfach, weil dieses Kleid wurde mir als erstes angezeigt auf Facebook in der Werbung von Shein. Und zwar in der Farbe Grün und ich dachte mir so, wow, wie schön ist dieses Kleid. Ich habe drauf geklickt, dieses Kleid gab es nicht mehr in Grün, aber dafür in Blau und ich fand das einfach so, so schön. Und deshalb habe ich es auch mitgenommen. Ich fand es total schön von der Aufmachung her. Ich habe mir auch nochmal Cutout und es ist ein langes Kleid. Ich trage ja auch gerne im Sommer lange Kleider. Wir haben kurz vor März, aber für mich ist es schon Sommer. Deshalb muss ich auch schon für den Sommer bestellen. Und ich fliege jetzt auch bald in den Urlaub mit der lieben Esra. Deshalb ist es auch okay, wenn ich jetzt Sommersachen kaufe. Ich mache mir auch schon weiter mit dem nächsten Kleid. Ich weiß nicht warum, aber dieses Kleid erinnert mich so ein bisschen an meine Teenagerzeit. Ich hatte so viele Oberteile in der Farbe. Ich glaube auch deshalb, weil das so typische Britney Spears Farben sind. Ich weiß nicht, ich bin ja ein riesengroßer Britney Spears Fan. Und sie hat halt auch öfter solche Farben getragen. Aber dieses Kleid gibt es auch nochmal mit diesem Muster, aber mit einer anderen Farbkombination. Aber ich fand es einfach total schön. Und getragen sieht dieses Kleid auch ganz toll aus. Es ist ganz, ganz, ganz leicht durchsichtig. Wenn ihr also einen hautfarbenen Body darunter trägt, dann habt ihr das Problem schon gelöst. Aber ansonsten musst du das Kleid auch mit. Ihr könnt es auch super zum Strand anziehen. Oder wenn ihr jetzt auch im Urlaub seid, könnt ihr das anziehen, während ihr vom Pool zum Essen geht. Diese Dialoge immer so wirklich. Okay, dann machen wir auch schon weiter, bevor ich wieder verrückt werde. Und zwar, schaut euch mal diese Farbe an. Ich bin ja sowieso ein Fan von gehäkelten Sachen. Ich finde gehäkelte Kleider und Oberteile so schön. Es sieht immer so mädchenhaft aus, es sieht romantisch aus und auch sexy. Und deshalb musste auch dieses Kleid mit. Moment mal, ich muss erst mal. So sieht das Kleid aus. Es ist auch mit einem Cutout und dann mit ein bisschen Fetzen verbunden. Und dann habt ihr einmal dieses Kleid. Es ist auch ein bisschen so wie Aladdins Jasmin. You know? Ich glaube, ich habe das deshalb gekauft, weil es mich so sehr an Jasmin erinnert hat. Dieses Kleid habe ich euch auch einmal verlinkt. Und ich habe alles in der kleinsten Größe bestellt, solltet ihr wissen. Genau, solltet ihr einfach mal wissen. Jetzt wisst ihr das. So. Und jetzt machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Kleid. Ich liebe ja diese Farbe. Es ist auch die Lieblingsfarbe von meiner Mama. Es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich liebe diese Farbe. So. Das ist nämlich ein Orange. Und dieses Orange ist auch richtig knallig. Und das Kleid ist auch so toll geschnitten. Wir haben einmal ein langärmeliges Kleid. Lang. Und es ist auch ein Cutout. Was ich schön finde, ist, dass ihr das in dem Bereich frei habt. Aber es ist dennoch hoch verschlossen. Für mich ist es hoch verschlossen. Mit ein bisschen Cutout. So, ihr habt einfach nur die Vorteile raus, also den Bereich rausgeschnitten, wo es vorteilhaft ist. Ne? Und genau, dieses Kleid zeige ich euch auch einmal getragen. Ich finde es einfach wunderschön. Das Einzige, was mich nur ein bisschen nervt, ist, ihr müsst auf jeden Fall darunter ein Klebe-BH anziehen, da man schon ganz minimalen Nippel sieht. Aber sollte eigentlich auch kein Problem sein. Ich meine, wer trägt denn auch heutzutage etwas ohne ein BH, außer ich? Jetzt machen wir mit ein bisschen Fantasie weiter. Da habe ich nämlich dieses Kleid hier entdeckt. Ich habe mich verliebt. Ich weiß nicht, ich habe mich einfach in dieses Kleid verliebt. Und zwar, oha, was schreien die Kinder da draußen so rum? Hört ihr das? Hört ihr das eigentlich?
Oha, die hört sich ja an wie ich als Kind. Machen wir weiter mit diesem Kleid hier. Es ist ein wunderschönes Kleid mit so schönen Details. Hier habt ihr ein Gemälde, was an den Himmel erinnert. Ihr habt kleine, dicke, fliegende Engelchen und noch... Es ist ein schönes Kleid, ja? Okay, lassen wir das. Okay. Bevor ich jetzt hier mit der Poesie anfange. Dieses Kleid sitzt so, so Hammer und es sieht einfach traumhaft schön aus. Vor allem, ich kann es kaum abwarten, wenn ich etwas gebräunt bin, dann wird dieses Kleid nochmal richtig matchen mit der Haut. Und ich musste dieses Kleid haben. Es gibt ja auch derzeit ein virales Kleid bei Zara. Und das wird gerade auf TikTok gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das diesem Kleid ähnelt, aber es ist dasselbe Schema. So, jetzt machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Fantasiekleid. Ich sitze nur drauf, aber okay. Das ist ein Kleid, Moment, was auch dem Himmel ähnelt. Wir haben wieder ein himmelsblaues Kleid mit viel Orange und Engelsfrauen da drauf. Also ich fand das auch richtig schön und dieses Kleid sieht auch getragen total toll aus. Ich stehe ja voll auf Kleider, die nicht jeder hat und ich glaube, es traut sich auch nicht jeder, sowas zu tragen. Also ich weiß nicht, mein Gefühl sagt es mir. Jetzt machen wir weiter mit den nächsten Kleidern und zwar habe ich jetzt doch Kleider für die Hochzeit von meinem Cousin bestellt bei Shein und diese Kleider sind total schön. Ey, die sind richtig schön, ja. Ich habe dieses Kleid gesehen, das erinnert mich ein bisschen auch an Fran Fine. Und in der Zeit so 60er, 70er. Ich liebe solche Kleider, ne? Ich liebe es einfach. Und ich wollte die ganze Zeit so ein Kleid haben. Eigentlich sollte dieses hier eine Schleife sein. Aber ich habe diese Konstellation gefunden und es sieht einfach traumhaft schön aus. Ich glaube, ich werde zu seiner Hochzeit eine Hochsteckfrisur tragen und dazu noch rote Lippen. Und dann ist der Look einfach... Ich liebe es. Und ja, dieses Kleid werde ich euch auch einmal getragen zeigen. Und ihr seht, es sieht einfach so schön aus. Ich liebe es einfach. Auch die Farbkombination schwarz und weiß mit roten Lippen könnte einfach traumhaft schön aussehen. Und ich denke mal, das wird auch das Kleid sein, was ich auf der Hochzeit von meinem Cousin anziehen werde. Wie oft will ich das jetzt noch sagen? Aber okay. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Kleid. Das würde ich auch auf der Hochzeit von ihm anziehen. Ich habe zwei Kleider zur Auswahl. Und dazu gehört auch dieses Kleid. Ich bin einfach begeistert, was Shein alles zu bieten hat. Also ich weiß nicht. Das ist wahnsinnig schön, aber ich muss erstmal wissen, wie ich das jetzt so raushole. So, das ist vorne und wir haben hier Glitzer-Details und das macht aus dem Kleid ein Eyecatcher. Und nicht nur das, ihr habt auch noch Cutouts, das heißt, der Bauch ist ein bisschen frei, aber dennoch, das Kleid sitzt wie angegossen und es sieht so schön und so elegant aus. Also deshalb, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Kleid oder das andere Kleid anziehen werde, aber dieses Kleid ist auch einfach ein Traum. Jetzt machen wir weiter mit den zwei letzten Teilen im Bereich Klamotten. Und zwar sind es zwei Bodies. Und ich will anfangen mit diesem Body hier. Wunderschön, liebe ich. Die Farbe einfach nur Hammer. Sieht aus wie ein Baywatch-Oberteil oder Baywatch-Badeanzug, nur in Pink. Und das Lustige ist, es ist auch noch von Shein Bay. Aber okay. Diesen Body gibt es auch in vielen verschiedenen Farben, aber ich musste diese Farbe haben. Ich sag's euch, ne, wo ich schwarze Haare hatte, fand ich solche Farben irgendwie an mir nie schön. Ich fand immer, das sieht an mir oder sah an mir trash aus. Aber jetzt, wo ich blond bin, sieht diese Farbe richtig toll aus. Und ich trage auch öfters diese Farbe als früher. Aber auch in anderen Farben finde ich das toll, wie in Babyblau, Schwarz, Rot. Schaut da mal vorbei, da habt ihr eine riesengroße Auswahl für diesen Body. Genauso wie bei diesem Body. Wo ist das so? So, das fand ich auch richtig toll. Das sieht aus wie so ein Body mit ganz vielen Fetzen vorne, aber das macht es auch so schön, weil es wäre sonst durchsichtig und in dem Bereich, wo es nicht durchsichtig sein sollte, ist es bedeckter mit diesen Fetzen, ja? Getragen auch ganz toll und jetzt machen wir auch schon weiter mit den Accessoires. Nee, Quatsch! Oh mein Gott, wie konnte ich das nur vergessen? Oh mein Gott, es war auch noch versteckt hinterm Kissen. Also.
Ich habe mir noch Bikinis gekauft. Entschuldigung, Leute. Also, okay. Ich habe mir was ganz Wildes bestellt. Und zwar ein Dreiteiler. Der Bikini erstmal. Ich bin bescheuert gerade. Entschuldigung. Jetzt machen wir weiter mit der Hose. Boah, ich muss erstmal diese Hose tragen. Ich muss echt mal gucken, ob ich sowas überhaupt tragen kann. Und was sagt Bobby dazu, wenn ich auf einmal mit so einem Fetzen komme? Also. Jedenfalls, ich fand es einfach schön auf dem Bild, was das Model getragen hat. Und dieser Bikini sieht so toll aus. Wie gesagt, also für den Urlaub finde ich das auch schön. Und dann haben wir auch noch mal ein anderes Bikini-Set. Boah, die Farbe, ne? Boah. Entschuldigen Sie bitte. Ich liebe ja dieses Grün. Grün ist einfach eine Farbe, das macht einfach glücklich. Genauso, ach, hoppla. Es ist ja auch noch ein Fetzchen. Ja, ich habe ja nicht mehr so viel Zeit, um meinen Po zu trainieren, aber ja, ich denke mal, das wird auch schon gut sitzen. Hoffentlich, ansonsten muss das wieder zurück. Aber dazu gehört auch ein Röckchen, was die Sache noch mal rettet, ne? Also wenn das Höschen ein bisschen zu knapp ist, könnt ihr noch so ein Röckchen anziehen und damit wäre das Thema auch erledigt. Also wollen wir mal nicht so sein. So, jetzt machen wir weiter mit den Beauty Tools und zwar habt ihr alle bestimmt schon gesehen, kennen wir alle. Das ist so ein Haartool, wo ihr das tolle Teil auf euer Kopf tut, dann wickelt ihr eure Haare drumherum, habt nochmal zwei Haargummis drin. Und am nächsten Tag habt ihr richtig tolle Locken und Volumen. Habe ich bei TikTok so oft gesehen und ich habe es einfach bei Shein gesucht und direkt gefunden für 2 € noch was. Und ja, so soll das Ganze funktionieren. Mal schauen, ich muss erstmal den Dreh rausbekommen und dann mache ich vielleicht noch ein Video dazu. Aber eigentlich ist es auch unnötig, weil es gibt schon so viele Videos dazu, dass ihr gar nicht mehr mein Video braucht. Ja, genau. Musste auch mit. Und jetzt machen wir weiter mit einem anderen Haartool, was ich persönlich auch eigentlich sehr, sehr praktisch finde, weil ich habe schon damit angefangen. Seit 2 Wochen mache ich das, dass ich das einmal wöchentlich kurz. Oh, ich habe ein Haar hier, Entschuldigung. Das nervt mich. Ich habe ja angefangen mit der Rosmarinkur. Das heißt, ich koche mir mein Rosmarinwasser auf und tue ein bisschen auch Rosmarinöl rein für das Haarwachstum. Und da fand ich dieses Tool hier sehr, sehr praktisch, auch besser als wenn ich es drauf sprühe, weil das Rosmarinwasser sollte schon auf die Kopfhaut und mit diesem Applikator kann es auch sehr, sehr einfach sein. So, ich trage das. Moment mal. Also ihr tut das Rosmarinwasser hier rein und hier könnt ihr dann direkt das Ganze so einarbeiten und es in eure Kopfhaut massieren. Finde ich total praktisch. Generell, also egal was ihr für eure Kopfhaut braucht, finde ich solche Tools sehr, sehr toll, weil man das auch präzise auftragen kann, als wenn ihr das drauf sprüht, wie gesagt. Ne? Gibt es auch, glaube ich, für 1,50 € oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber es war auch super günstig und musste mit. Genauso wie 2 Handyhüllen. Ich konnte meine Handyhülle einfach nicht mehr sehen. Ich habe mir welche für mein Handy 13 Pro Max bestellt und ich fand das einmal in Schwarz sehr, sehr schön. In Schwarz und Gold. Und das Teil fand ich auch sehr schön. Es ist einfach durchsichtig, aber was ich daran toll fand, ist dieses Detail hier. Da könnt ihr das dran machen und somit leichte Selfies machen. Genau, meine Lieben. Ich habe euch alles, wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Ich hoffe auch, dass ihr alle Spaß hattet an meinem Video. Ich danke euch mal wieder fürs Zusehen. Ich liebe euch. Mua. Eure Soraya. Tschüss.